Predigtext für heute aus Gottes Wort nach der neuen Genfer Übersetzung. Und zwar steht er in Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Ihr könnt gerne einfach zuhören oder im Programmblatt mitlesen. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wann hast du das letzte Mal geschworen? Irgendjemandem versprochen, zum Beispiel aus dem Text genommen: Ich schwöre dir beim Himmel, morgen bin ich um 3 Uhr da oder da. So eine Frage habe ich mir gestellt am Anfang mit diesem Text, als ich mich damit beschäftigt habe und dachte, ich weiß gar nicht, wann ich sowas jemals gesagt habe, so konkret, oder wann ich das letzte Mal geschworen habe. Dann habe ich versucht, mich daran zu erinnern und gefragt, meine Freunde, haben die vielleicht das letzte Mal, dann haben die geschworen, habe ich das von denen irgendwann mal gehört? Und irgendwie fiel mir überhaupt nichts dazu ein. Sowohl nicht bei meinen christlichen Freunden, als auch bei denen, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, konnte ich jetzt nicht sagen, wann die das letzte Mal geschworen haben, so einen richtigen Schwur abgelegt haben. Und ich weiß nicht, vielleicht das letzte Mal, dass auf der Straße oder wo irgendjemand zu einem anderen gesagt hat, ich schwöre dir, das war wirklich so, oder sowas. Aber so selten, dass ich gar keine Erinnerung habe an ein konkretes Beispiel, wann jemand so einen Schwur abgelegt hat. Und mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass die deutsche Kultur an sich gar nicht so dazu neigt, Schwüre abzulegen. Deutsche Kultur steht irgendwie für Ehrlichkeit, für Direktheit, Sachen direkt rauszuhauen, direkt anzusprechen. Und das verbinde ich so ein bisschen mit der deutschen Kultur. Nicht so, ich schwöre dir beim Himmel, das und das. Und da kann man jetzt mit dem Text am Anfang, kann man sich denken, okay, ist ja recht einfach, man soll nicht schwören, das machen wir sowieso eher weniger in Deutschland, hier geht es halt noch ein bisschen mehr und das war's. Abgehakt ist dieser Text, ich erfülle das, was Jesus hier in seiner Werkwelt macht, ganz, ganz einfach. Ich glaube dann, unterschätzen wir aber tatsächlich das, was Jesus hier konkret sagt. Um das, worum es Jesus am Ende geht. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch in so einen Text, der am Anfang vielleicht sehr einfach erscheint, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Sich ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was sich noch da drin verbirgt. Und wenn du jetzt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hast, das erste Mal vielleicht in der Gemeinde bist, in der Kirche bist und noch gar nicht weiß, wie du dazu stehen sollst, dann ist das heute vielleicht eine Chance, einfach mal dir anzuhören, was Jesus sagt, wie Christen eigentlich sein sollen. Wie die leben sollen, die sagen, ich bin mit Jesus, mit Gott unterwegs, ich folge Jesus nach. Deswegen lade ich dich ein, heute einfach das einmal kennenzulernen, was Jesus denn sagt zu seinen Nachfolgern. Und dazu ergeben sich aus unserem Text zwei Punkte. Der erste Punkt ist der Umgang eines Christen mit den Geboten Gottes. Und der zweite ist die Glaubwürdigkeit eines Christen. Jesus beginnt hier seine Lehre über das Halten von Schwüren damit, dass er etwas zusammenfasst, was die Leute gehört haben. Er bezieht sich damit nicht auf ein konkretes Gebot im Alten Testament, sondern vielmehr fasst er mehrere zusammen zu einem Punkt. Der lautet, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Und schließt dann die Worte an, ich aber sage euch, ihr sollt gar nicht schwören. Das Alte Testament hatte das Schwören von
das Ablegen von Schwüren und Eiden per se nicht verboten. Man liest zum Beispiel in 4. Mose 30, Vers 3, wenn ein Mann Gott ein Gelübde ablegt, darf er diesen Schwur nicht brechen, er muss alles tun, was er gelobt hat. Oder in 3. Mose 19, Vers 12, ihr sollt in meinem Namen keinen Meineid ablegen und so den Namen eures Gottes entweihen. Man durfte also einen Eid ablegen und sogar den Namen Gottes dafür gebrauchen. Es war akzeptiert, seine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen mit einem Eid, mit einem Schwur. Und darum ging es. In erster Linie erst einmal die Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Das, was ich dir jetzt sage, das ist auch wirklich wahr. Das, was ich dir jetzt verspreche, das werde ich auch so einhalten. Und das verspreche ich dir bei etwas, was mir sehr, sehr heilig ist. Und das war akzeptiert. Man konnte seine Glaubwürdigkeit in so einer Aussage unterstreichen. Das war aus alttestamentlicher Sicht akzeptiert und auch im Neuen Testament findet man Hinweise darauf, dass es auch noch gemacht wurde. Wogegen Jesus aber in erster Linie vorgeht, ist jetzt nicht, dass man seine Glaubwürdigkeit unterstreicht, sondern in erster Linie geht es darum, was die Pharisäer, die religiösen Führer dieser Zeit, mit diesem Gebot gemacht haben. Die religiösen Führer sind nämlich hingegangen und haben gesagt, ja, okay, worum geht es denn da eigentlich? Haben überlegt, okay, es geht darum, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, das falsch zu benutzen. Und haben gesagt, das ist die Essenz dieses Gebotes. Es geht nicht um Ehrlichkeit oder Glaubwürdigkeit, sondern vielmehr es geht darum, den Namen Gottes nicht zu benutzen, nicht falsch zu benutzen. Deswegen haben sie gesagt, alle Schwüre, alle Eide, die ich ablege, die nicht einen direkten Bezug zum Gottesnamen oder zu Gott selbst haben, die muss ich nicht so halten. Nur wenn ich sage, ich schwöre dir bei Gott oder bei etwas, was einen direkten Bezug zu Gott hatte und hat, dann muss ich den Schwur auch tatsächlich einhalten. Interessanterweise ist genau das auch etwas, was Jesus in Matthäus 23, Vers 16 nochmal genau bei diesen religiösen Führern kritisiert, was das nochmal deutlich macht. Ich lese vor, aus Matthäus 23, Vers 16, wehe euch, ihr verblendeten Führer. Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Gold des Tempels schwört, ist er sein Eid gebunden. Ihr verblendeten Narren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet ihr seid. Was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Also was auch diese Stelle sagt, anstatt das Gebot vollkommen ernst zu nehmen und damit nur die Glaubwürdigkeit zu unterstreichen und Eide generell auch einzuhalten, wurde das letztendlich missbraucht. Man hat gewisse Regeln aufgesetzt, dann und dann muss ich einen Schwur halten und dann muss ich ihn nicht halten und hat sich damit einen Ausweg gesucht, um betrügen zu können, um letztendlich lügen zu können mit einer unterstrichenen Glaubwürdigkeit. Da konnte ich zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Ziege verkaufen will, einen Ziegenbock und ich habe bei mir, bei meiner Herde, habe ich gemerkt, alle Nachkommen, die dieser Ziegenbock zeugt, sind irgendwie ein bisschen lahm und irgendwas stimmt mit denen nicht, die sind, funktioniert irgendwie nicht, sind nicht so die besten Tiere, die danach kommen, deswegen will ich ihn loswerden und gehe dann auf den Markt und sage, ich will diesen Ziegenbock verkaufen. Und es kommt ein Käufer ran und fragt, ja, wie sieht es denn aus? Ist er denn ein guter Ziegenbock? Wie sehen denn die Nachkommen so aus, die er zeugt? Und ich verspreche ihm, ich schwöre dir beim Himmel, dieser Ziegenbock zeugt die besten Ziegen, die du dir vorstellen kannst. Die sind alle top gesund, gar kein Problem, gar kein Makel. Dann war das aus der Logik und aus der Perspektive der religiösen Führer von damals vollkommen legitim. Kein Problem damit. Du hast nicht bei Gott geschwört, du hast jetzt nicht beim Gold des Tempels oder beim Altar geschwört, sondern du hast beim Himmel geschworen, hab keinen direkten Gottesbezug, alles klar, safe. Geht so.
Man hat also einen Weg gefunden, dieses Gebot zu nehmen, zu umgehen bzw. umzudrehen und genau das zu machen, was Gott eigentlich nicht wollte. Es ging am Ende nicht mehr um Glaubwürdigkeit und um Ehrlichkeit und das einzuhalten, was man geschworen hat, sondern es ging darum, einen Weg zu finden, einen Betrug zu begehen. Jesus zeigt aber im weiterführenden Text auf, dass diese Logik nicht greift. Er zeigt auf, dass alles, wobei wir schwören könnten, einen Bezug zu Gott hat. Er sagt, beim Himmel sollst du nicht schwören, weil er ist Gottes Thron. Bei der Erde sollst du nicht schwören, weil das ist die Fußbank Gottes. Und du sollst selbst nicht bei dir selbst schwören, sondern bei deinem Kopf schwören, weil du nicht mal in der Lage bist, deine Haare von schwarz zu grau zu ändern oder, was vielleicht ältere Menschen lieber hätten, von grau zu schwarz zu ändern. Da bist du nicht mal in der Lage zu. Du hast nicht die Autorität, das zu sagen. Du bist ebenfalls Geschöpf Gottes und da besteht ein direkter Gottesbezug. Also Jesus macht ganz klar, so funktioniert das nicht. Dieses Gebot war nicht dafür da, dass wir es umgehen, dass es irgendwie hingebogen wird, dass man doch irgendwie betrügen kann, dass man doch irgendwie schwören kann, ohne es wirklich zu meinen. Sondern Jesus sagt ganz klar, die meine Nachfolger sein wollen, in anderen Worten Christen, sollen überhaupt nicht schwören. Wenn das mit dem Gebot Gottes gemacht wird, dann soll man überhaupt nicht schwören. Wie sieht das bei dir aus? Dieser Umgang der Pharisäer mit dem Gebot ist uns manchmal vielleicht ein bisschen befremdlich und wir denken, okay, das ist schon als Christ so krass, mache ich das jetzt nicht. Ich lege mir jetzt nicht ganz konkret die Regeln fest, wann ich das halten muss und wann ich es nicht halten muss. Und eigentlich gehe ich ja so damit nicht um. Aber ich glaube, wenn wir mal genauer hinschauen, was wir manchmal machen mit den Geboten Gottes, dann bemerken wir, dass wir etwas Ähnliches machen. Dass wir Argumente suchen, dass wir unsere Logik suchen, um am Ende doch nicht das zu machen, was Gott tatsächlich von uns will. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Umgang mit deinem Geld aus? In der Bibel wird sehr, sehr deutlich, dass alles, was wir besitzen, von Gott geschenkt ist und deswegen auch Gott zur Verfügung steht. Du und dein ganzer Besitz, ihr seid Gottes Geschenk in erster Linie und das, was du geschenkt hast, sollst du auch weiter verschenken. Er möchte, dass wir nach Möglichkeiten uns und unseren Besitz für Gottes Reich einsetzen. Aber wie oft überlegt man, wie das jetzt tatsächlich gemeint ist? Wie oft überlegt man, wenn man irgendwie etwas in die Kollekte tun soll oder einem Freund finanziell helfen soll, muss ich dem jetzt wirklich das Geld geben? Kann ich das nicht irgendwie für mich einsetzen? Vielleicht siehst du dann auch das 10%-Gebot, den Zehnten geben, das was an Israel war. Adressierst mal heran und sagst, ich habe ja meinen Zehnten schon der Gemeinde gegeben, deswegen muss ich nicht mehr spenden und nimmst so das eigene Gebot Gottes und spielst das andere damit auf. Vielleicht nimmst du diesen Zehnten und sagst, gut, die 10% habe ich für Gott gegeben und die anderen 90% gehören mir und damit mache ich, was ich möchte. Dabei ist Gottes Herangehensweise, du und alles, was du besitzt, sind schon längst ein Geschenk an dich. Deswegen sollst du es auch großzügig weitergeben. Oder wie sieht das mit Gastfreundschaft aus? 1. Petrus 4, Vers 9 macht ganz klar, wir sollen gastfreundlich sein als Christen. Aber wie oft kommt so die Stimme, aber Sonntagnachmittag, ich will nicht unbedingt jemanden einladen, weil es ist meine Zeit, da muss ich mich um mich selbst kümmern, da muss ich mich um mich und meine Familie kümmern. Und auch da findet man Regeln und Argumentationen, ja, die Familie ist ja auch wichtig und ich muss mich darum kümmern. Und man braucht so Begründungsstrukturen auch, um am Ende doch nicht das zu machen, was Gott will. Aber das ist eine gewisse Form der Gesetzlichkeit, die einmal die religiösen Führer hier machen und die wir in vielen Bereichen auch anwenden. Das ist ein Fokus auf die Gesetze Gottes anstatt auf Gott selbst.
Anstatt dass wir uns auf Gott fokussieren und was er uns geschenkt hat und wie er ist und dass wir in dieser Fülle seiner Art und seines Charakters leben wollen und eben entsprechend so auch leben wollen, fokussieren wir uns aufs Gesetz, gucken, dass wir es irgendwie möglichst genau eingrenzen, dann noch vielleicht möglichst nah an die Grenze zur Sünde rankommen und da irgendwie so leben. Oder Argumentationsstrukturen aufbauen, um dann das Gesetz zu umgehen, zu missbrauchen und doch nicht das zu tun, was Gott eigentlich möchte. Dabei geht es in Gastfreundschaft eigentlich darum, genau dieses zu sehen, dass wir von Gott angenommen sind, dass wir adoptiert worden sind und dass wir daraus andere aufnehmen können und das weiterzugeben. Und nicht darum zu sagen, ich muss jetzt den aufnehmen, ich muss jetzt den aufnehmen. Und auf Gott zu fokussiert zu sein und zu sehen, er hat mich angenommen, deswegen kann ich andere annehmen. Und das Gleiche gilt fürs Geld. Wir sind reich beschenkt und daraus sollen wir anderen schenken. Deswegen, wie sieht dein Umgang mit den Geboten Gottes aus? Wo drückst du dich davor, Gottes Gebote zu gehorchen? Fixierst dich nur auf das Gesetz und ziehst vielleicht Begründung, Argumentation und eine Logik heran, um genau das nicht zu tun? Überleg mal ganz konkret, wo ist das vielleicht bei dir der Fall? Jesus lässt hier an dieser Stelle aber einen solchen Umgang mit den Geboten Gottes gar nicht zu. Er sagt, wenn so damit umgegangen wird, dann sollen meine Nachfolger überhaupt nicht schwören. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt, nämlich die Glaubwürdigkeit eines Christen. Er lässt mich nicht zu, dass wir mit dem Eid so umgehen, wie wenn wir diesen Führer das gemacht haben. Dass wir letztendlich nicht mehr das machen, was Gott tatsächlich wollte, nämlich glaubwürdig sein. Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht mehr schwören und sein Ja soll ein Ja sein und Ja bedeuten und sein Nein soll auch Nein bedeuten. Jedes weitere Wort, sagt Jesus, ist vom Bösen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Christen nur noch in einem Wort setzen Antwort sollen. Nicht alles, was du sagst, muss jetzt noch Ja sein oder Nein sein. Das ist hierbei nicht gemeint. Jesus zielt hier vielmehr auf die Glaubwürdigkeit seiner Nachfolger. Christen sollen das sagen, was sie meinen und meinen, was sie sagen. Und jedes weitere Wort, was wir benutzen könnten, um unsere Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, jeder Schwur, den wir heranziehen könnten, bedeutet eigentlich nur, dass wir in der Vergangenheit diese Glaubwürdigkeit nicht gezeigt haben. Nehmen wir mal an, du erzählst einem Freund ein Geheimnis. Und er verspricht dir danach, ich werde es keinem weitererzählen, das ist bei mir sicher. Und nächste Woche erfährst du, dass du schon drei Leuten weitererzählt hast, dass die Leute schon darüber tratschen und dass er sein Geheimnis, das Geheimnis nicht für sich behalten hat und sein Versprechen gebrochen hat. Wirst du dieser Person nochmal ein Geheimnis anvertrauen? Eher schwieriger. Aber hätte er das nicht gemacht, wäre es für dich erstmal keinen Grund anzunehmen, warum du ihm dieses nicht nochmal anvertrauen könntest. Weil wenn wir immer glaubwürdig wären, gäbe es keinen rationalen Grund zu sagen, nee, diese Aussage glaube ich ihm jetzt aber nicht. Nee, das, was er mir jetzt versprochen hat, das hält er sowieso nicht. Da gäbe es gar keinen Grund dafür, weil wir immer genau das machen, was wir sagen. Und ich glaube, das ist auch damit gemeint, wenn Jesus sagt, das ist vom Bösen. Weil jedes weitere Wort sagt eigentlich nur, dass wir in der Vergangenheit nicht ehrlich waren. Dass wir in der Vergangenheit gelogen haben. Und dass wir unsere Glaubwürdigkeit an irgendeinem Punkt verloren haben. Deswegen lautet das Gebot Jesu nicht nur, du sollst nicht schwören. Sondern vielmehr lebe so, dass es sogar unnötig ist, dass du schwörst. Lebe so, dass du nie mehr Worte gebrauchen musst als Ja und Nein, um etwas zu bestätigen.
Das heißt nicht, dass jede Kommunikation des Christen funktioniert oder dass nicht Menschen irgendwie misstrauisch sein können und dass da nicht irgendwas schief gehen kann. Aber es bedeutet, den Menschen keinen rationalen Grund zu geben, an unserer Glaubwürdigkeit zu zweifeln. Und das hat auch immense Auswirkungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Einerseits ist es genau das, wonach wir zum Beispiel in einem Ehepartner, in einer Partnerin suchen. Jemand, der vollkommen glaubwürdig, vertrauenswürdig und zuverlässig ist. Ist aber auch irgendwas, was ist auch etwas, wonach Arbeitgeber und Arbeitnehmer suchen. Personen, wo sie wissen, wenn der mir was zusagt, dann läuft es. Dann muss ich nicht noch einen zweiten hinterher schicken und sagen, mach das bitte auch. Jesus sagt, es geht hier um etwas sehr, sehr Wertvolles. Und was wir in unserer Kultur eigentlich schon von uns aus sehr hoch halten. Das finden wir auch in Filmen, in Büchern und so weiter immer wieder, dass wir eigentlich die Personen bewundern, die genau das machen, was sie sagen. Das ist was sehr Attraktives. Personen, die vollkommen vertrauenswürdig sind, weil sie genau das sind, worum es geht, nämlich glaubwürdig. Sie zeigen eine gewisse und eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Das Problem ist nur, wir selbst sind dazu nicht in der Lage. Keiner von uns wird es perfekt schaffen und auch keiner unserer Mitmenschen wird es irgendwo perfekt schaffen. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Person, die das jemals geschafft hat. Und das ist Jesus selbst, der dieses Gebot gibt. Jesus hat immer genau das getan, was er auch gesagt hat. Und es geht sogar so weit, dass er genau das erfüllt hat, was Gott schon in den Propheten oder durch den Propheten vorher und im Alten Testament gesagt hat, was er tun würde. Das hat Jesus perfekt, vollkommen gemacht. Gott sagt im Alten Testament, dass er kommen würde und Retter sein würde. Dass er uns retten würde von unserer Sünde. Dass er die Sünden der Welt wegnehmen wird. Er hat vorausgesagt, dass er in allen Bereichen, in denen wir so oft versagen, ein perfektes Leben führen würde und am Ende unser Leben für seins einsetzen würde. Und das hat Jesus als Gott auf dieser Erde perfekt getan. In jedem Bereich. In Jesus kam Gott auf diese Erde, starb am Kreuz und erfüllte alles, was vorher vorausgesagt war. Und darin ruht auch irgendwo unser Glaube. Dass Jesus einmal genau das bewiesen hat und dass wir deswegen sicher sein können, dass all das, was er noch verheißen hat, auch wirklich passieren wird. Dass er zum Beispiel nie wieder an unsere Sünden denken wird, wenn wir Vergebung erfahren haben. Dass er wiederkommen wird auf diese Erde und dass wir einmal bei ihm sein werden. Dass wir seine komplette Gemeinschaft und eine innige Beziehung zu ihm genießen werden. Deswegen geht es auch nicht, wenn es um solche Gebote geht, in erster Linie, dass wir jetzt rausgehen und probieren, genau das zu tun. Und jetzt richtig, richtig anstrengend. Sondern vielmehr geht es darum, zu sehen, dass Gott so ist. Gott ist vollkommen glaubwürdig. Gott ist vollkommen vertrauenswürdig. Und dass wir eigentlich das, was Gott als Charakter hat, auch sein wollen. Es geht darum, dass Gottes Charakter so ist und wir in jedem Moment auch in seiner Gegenwart sind. Und weil er so ist, wir ihm immer ähnlicher sein wollen. Und dass wir wissen, dass selbst wenn wir scheitern, dass er es perfekt gemacht hat und seine Gnade immer erfahren dürfen. Deswegen ist jetzt der erste praktische Schritt nicht, sei jetzt richtig glaubwürdig. Halt jetzt immer alle deine Versprechen. Das liegt da drin. Aber der erste Schritt ist einfach zu Gott zu kommen. Ihm einfach mal dafür zu danken, dass er so ist, nämlich glaubwürdig, vertrauenswürdig und zuverlässig.
ihm zu danken, dass er nie sein Wort gebrochen hat, dass er nie gelogen hat, sondern vielmehr bewiesen hat in Jesus, dass er vollkommen vertrauenswürdig und vollkommen glaubwürdig ist. Und dann auch dafür zu beten, dass wir immer mehr seinen Charakter bekommen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Weil so wird uns diese Eigenschaft Gottes auch immer wichtiger. Es wird immer essentieller. Wir wollen immer mehr so sein wie er. Und dann bete, dass du vertrauenswürdig wirst, auch weil du willst, dass andere, wenn sie dich sehen, etwas von Gottes Charakter kennenlernen können. Wenn sie dich kennenlernen, dass sie merken, okay, da ist irgendwie mehr. Und dass sie dann feststellen können, dass du irgendwo Gottes Charakter widerspiegelst. Und dann im zweiten Schritt, lass dieses Gebet auch deine Praxis bestimmen. Fang einfach mal an, darauf zu achten, was du und wie du es versprichst. Was du Leuten zusagst. Ist dein Ja ein Ja? Oder ist dein Nein ein Nein? Wenn du zum Beispiel deinem Chef zusagst, dass du eine Aufgabe erfüllen wirst, machst du das dann? Oder bist du so ehrlich, wenn du merkst, okay, das klappt nicht, zeitlich funktioniert das nicht, das schaffe ich nicht, habe einfach viel zu tun, zu sagen, ich schaffe das gerade nicht, geht nicht, abzusagen. Es ist besser, ehrlich abzusagen, als letztendlich deine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Oder in deiner Familie. Wenn du deiner Frau versprichst, dass du um 18 Uhr euer Kind bei seinen Freunden abholen willst, bist du dann da? Setzt du alles daran, das einzuhalten? Oder auch bei den kleineren Dingen, wenn du sagst, du bringst den Müll raus, bringst du dann den Müll raus? Oder als Kinder, wenn du deinen Eltern versprichst, um 18 Uhr zu Hause zu sein, bist du dann um 18 Uhr zu Hause? Können sich deine Eltern darauf verlassen, dass du dann zu Hause bist? Der Anspruch Jesu betrifft aber nicht nur die Dinge, wo wir sagen, dass wir sie machen werden, sondern es betrifft auch den Wahrheitsgehalt der Informationen, die wir weitergeben. Zum Beispiel in Geschichten. Dass wir nicht weitere Details erfinden, die Geschichte ganz, ganz schön, was wir erlebt haben, ausschmücken, nur damit wir am Ende besser dastehen und die Geschichte irgendwie attraktiver ist. Bedeutet auch ehrlich zu sein, wenn wir nicht ganz genau wissen, wie etwas ist oder nicht alle Informationen haben, zu sagen, okay, hier weiß ich jetzt nicht mehr, anstatt einfach weiter zu argumentieren und zu beteuern, dass es ja so ist und dass es so sein muss, auch mal einzugestehen, zu sagen, sorry, weiß ich nicht, muss ich selbst nochmal drüber nachdenken, muss ich mir nochmal anlesen. Lass uns darum bemüht sein, das zu tun, was wir sagen, und ehrlich miteinander umzugehen. Denn so weisen wir durch unser Leben auf den hin, dem wir dienen. Einen absolut glaubwürdigen und zuverlässigen Gott. Jesus sagt uns, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Willen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Dass du absolut glaubwürdig bist. Dass du das getan hast, was du auch vorher gesagt hast. Dass dein ganzes Leben von der Wahrheit durchdrängt war. Dass es dir nicht darum ging, Leute zu irgendwas zu drängen oder ins Licht zu führen und irgendwie zu betrügen, sondern dass dein ganzes Wesen Wahrheit war. Und ich danke dir, dass wir darauf uns auch verlassen können.
dass wir diese großen Verheißungen sehen können, die wir in dir haben und wissen dürfen, genauso wird es kommen und nicht anders. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch immer mehr selbst im Alltag zu zeigen. Dass wir mehr so werden, wie du bist, damit auch andere sehen, wie du bist an uns. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Ja ein Ja ist, unser Nein ein Nein.